Ja moin, hier ist wieder der Sebastian. Heute mal auf Tour. Ich habe mich während der Tour gefragt, ob es als Privatperson mit aktuellen Technologien inzwischen möglich ist, die Wärmeenergie einzusammeln, die im Sommer auf unsere Grundstücke fällt und im Winter wieder zu verwenden. Ich hatte dann Lust, ein Video darüber zu drehen und da ich dafür viel recherchieren muss, vermutlich, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlässt, wenn euch das Video auch nur ein bisschen gefällt. Das Video wird also nicht ein Video von der Laien, sondern von einem Laien, also von mir, für Laien, also für euch. Viel Spaß damit! Das erste, an was ich gedacht habe, war, die Energie der Sonne thermisch, also die Wärme selbst, zu speichern. Das ist natürlich ohne moderne technische Hilfsmittel nicht möglich. Ich dachte dabei an einen riesigen Wassertank, dessen Wärme von Solarkollektoren kommt, also einem Gerät, das Sonnenlicht einfängt und in Wärme umwandelt. Ich habe ChatGPT gefragt, wie groß so ein Wassertank sein sollte, beziehungsweise die dazugehörigen Solarkollektoren, und so überfragt habe ich die KI noch nie gesehen. Ein großes Problem ist sicherlich, dass der Speicher über die Monate die Wärme langsam verliert und dass sich jeder Wärmespeicher anders verhält. Danach habe ich nach industriellen Energiespeichern im Internet recherchiert und bin dabei zu der sowieso schon vorhandenen Erkenntnis gekommen, dass die Wärme höchstens über ein paar Wochen gespeichert werden kann. Wer hätte das gedacht? Mit Bioenergie meine ich vor allem das Abbrennen von Holz, das vorwiegend im Sommer als Produkt der Photosynthese entsteht. Also Sonne wird quasi in Holz umgewandelt. Zu Opas Zeiten, wo im Winter nur ein Raum beheizt wurde, ging das vielleicht noch. Spoiler! In unserer modernen Welt ist das kaum noch möglich. Nehmen wir mal ein beliebtes Brennholz, die Buche. Ein Raummeter, also 0,7 Kubikmeter festes Holz, hat einen Brennwert von etwa 2100 Kilowattstunden, was einem Heizwert von etwa 1950 Kilowattstunden entspricht. Kein Plan, warum das so schwierig ist, im Internet rauszufinden, wie viel Energie in einem Baum steckt. Ich habe mir das so ausgerechnet, dass eine Buche etwa 35 Meter hoch wird und im Schnitt einen Stammdurchmesser von 40 cm hat. Das macht 4,4 Kubikmeter Baum. Um die ganzen Äste und Zweige mit einzubeziehen, nehme ich hier einfach mal 7 Kubikmeter Holz pro Buche. Mein sehr optimistischer Fall geht also von 19.500 Kilowattstunden Heizenergie pro Buche aus. Selbst wenn man einen Haushalt mit geringem Wärmebedarf hat, ist sie in 4 bis 5 Jahren abgefackelt. Die Buche ist allerdings in frühestens 100 Jahren ausgewachsen. Man bräuchte also einige Bäume oder ein Waldstück und vor allem viel Erfahrung in Richtung Forstwirtschaft, um darüber seinen Wärmebedarf über die Jahre zu decken. Und es gäbe vermutlich ein Problem, wenn alle auf die Idee kämen. Das bekannteste Beispiel für chemische Speicherung sind sicherlich Taschenwärmer bzw. Handwärmer, die man in kochendes Wasser legt und deren Inhalt sich dort verflüssigt. Das Gute daran, die darin gespeicherte Energie hält sehr lange ohne Verluste. Wenn man die Energie wieder braucht, knipst man ein kleines Metallplättchen um und durch den Übergang von flüssig nach fest wird Energie in Form von Wärme wieder freigesetzt. Ich habe mal einen kleinen Versuch gemacht und 15 Taschenwärmer mit einem Gesamtgewicht von etwa 1 Kilogramm in 5 Liter Wasser geworfen. Damit hat sich die Temperatur des Wassers von 21,5 Grad auf 27,8 Grad erhöht, also um 6,3 Grad. Rechnet man das in Energie um, dann sind das gerade mal 0,036 Kilowattstunden, die die Taschenwärmer dabei abgegeben haben. Man bräuchte also etwa 2 Millionen Taschenwärmer mit einem Gesamtgewicht von etwa 140 Tonnen, um einen Durchschnittshaushalt ein Jahr mit Wärme zu versorgen. Zugegebenermaßen sind Taschenwärmer ein blödes Beispiel und ich hätte mich vielleicht eher auf chemische Speicher fokussieren sollen, die sich komprimieren lassen. Dazu dann mehr am Ende des Videos.
Mit mechanisch speichern meinte ich, dass man im Sommer mit Hilfe eines Motors, der von Solarpanels betrieben wird, einen Betonklotz hochhebt und den im Winter wieder runterlässt und der Motor dann als Generator fungiert, der eine elektrische Heizung betreibt. Elektrische Heizungen können Strom mit einem Wirkungsgrad von annähernd 100% in Wärme umwandeln. Das Ganze geht vermutlich technisch einfacher mit Wasser, das man im Sommer hochpumpt und im Winter runterlaufen lässt und damit eine Turbine antreibt. Aber mit dem Bild hier kann ich mir mehr darunter vorstellen. Nehmen wir mal an, wir haben diesen Wärmeverbrauch hier, also insgesamt 4130 Kilowattstunden pro Jahr. Für ein Haus gegebenenfalls etwas wenig, aber wenn wir autark leben wollen, müssen wir sparsam leben bzw. gut isolieren. Bei Wohnungen ist so ein Verbrauch jedenfalls üblich, weiß ich aus eigener Erfahrung. Für eine bessere Übersicht fasse ich Heizung und Warmwasser zusammen und lege die Kurve drunter, die die Solarpaneele theoretisch erzeugen müssten. Erstmal nur theoretisch. Dann ist das die Energie, die wir im Laufe der Zeit gespeichert haben müssen. Also maximal 2400 Kilowattstunden. Da so ein Konstrukt allerdings einen sehr schlechten Wirkungsgrad hat, also durch die Mechanik viel Energie verloren geht, muss man mehr speichern und mehr Energie erzeugen und deshalb von grob 3400 Kilowattstunden ausgehen, die der Betonklotz in der Lage sein sollte zu speichern. Angenommen, wir hätten eine Höhe von 30 Metern zur Verfügung, dann müsste der Klotz aus schwerem Beton für dieses Beispiel 41.000 Tonnen schwer sein. Also etwa 26 mal 26 mal 26 Meter. Damit ich mir ein besseres Bild davon machen konnte, was das für ein Volumen ist, habe ich mir ausgerechnet, wie viele ISO 40 Fuß Standardcontainer das wären und ich kam auf 240 aneinandergereihte und aufgestapelte Container. Könnte man anstatt einer elektrischen Heizung eine Wärmepumpe verwenden, die aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme machen kann, also einen Wirkungsgrad von 300 bis 500% hat, bräuchte man erstens weniger Solarpaneele und zweitens wäre das benötigte Volumen nur ein Viertel so groß, also nur 60 Container, was trotzdem noch zu groß für meinen Geschmack wäre. Dann habe ich mir gedacht, dass es gegebenenfalls möglich wäre, die Sonnenenergie über Solarpanels aufzufangen und damit Akkus zu laden. Die Energie für eine Elektroheizung kommt hier also aus den Akkus. Das sollte technisch deutlich einfacher sein als die mechanische Speicherung. Auch hier gelten natürlich wieder die 100% Wirkungsgrad für Elektroheizungen. Beim Batteriespeicher sieht die Kurve ähnlich aus wie bei der mechanischen Speicherung. Hier haben wir allerdings den Vorteil, dass die Effizienz etwas höher ist, also beim Laden und Entladen weniger Verlust entsteht als beim Hochziehen und Runterlassen von Betonklötzen. Man braucht also weniger Solarenergie und einen kleineren Speicher. Der Speicher müsste trotzdem noch 3000 Kilowattstunden groß sein. Nehmen wir dafür Lithium-Eisenphosphat-Akkus, bräuchte man Platz für etwa 3000 Autobatterien. Wenn wir in diesem Szenario die Möglichkeit hätten, mit dem Strom eine Wärmepumpe zu betreiben, dann bräuchte man nur noch 750 Autobatterien. Das Erstaunlichste dabei fand ich, dass man den Wärmebedarf theoretisch mit einer Anlage decken könnte, die an einen größeren Balkon passt. Die Anzahl an Batterien hat mich allerdings abgeschreckt. Wie so oft macht es die richtige Mischung aus. Wenn man die Solaranlage nicht auf Kante nähen würde, sondern die üblichen 10 Kilowatt Peak nimmt, könnte man sich leider nur 25 Akkus sparen. Mit der Energie, die im Sommer auf die Panels trifft, könnte man allerdings zusätzlich etwas Wasserstoff produzieren, der sich gut draußen unter einem Vordach lagern ließe. Und es ist praktischer als Handwärmer. Mit etwas Holz könnte man das Ganze an den kältesten Tagen etwas unterstützen. Und ein kleiner Solarkollektor mit Wassertank könnte die Effizienz der Wärmepumpe etwas steigern. Aber mal ehrlich, die Mühe wäre es mir nicht wert. Und das Geld dafür haben die wenigsten. Das Gute ist jedoch, das, was man als Privatperson hinbekommt, kann man auch hochskalieren. Und zwar auf ganz Deutschland, Europa oder irgendein anderes x-beliebiges Land.
Je größer so etwas aufgezogen wird, desto effizienter und kostengünstiger wird es. Außerdem kommen noch Wind, Biogas, Wasserkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke und viele andere Dinge dazu. Wenn man also weder das Kapital noch das Know-how hat, aber trotzdem Lust darauf, unabhängig zu sein, sollte man sich vielleicht wenigstens die richtigen Politiker aussuchen und unterstützen.